Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben eigentlich den Oma Golf seit dem Wörthersee gar nicht abgeladen. Eigentlich ein Wahnsinn, dass das alles so geklappt hat und alles heile geblieben ist. Aber heute geht es zum allerletzten Mal dieses Jahr auf ein Event. Und zwar TTT, halbe Meile steht an. Das heißt, heute fahren wir wieder die 800 Meter geradeaus. Unser großes Ziel sind immer noch diese 300 km/h. Bisher kam aber immer was dazwischen. Das heißt, beim letzten Mal ist ja die Eingangswelle abgerissen. Und ja, das Ganze ist jetzt wieder in Stand gesetzt und jetzt greifen wir das Ganze nochmal an, würde ich sagen. Gucken, was heute rausfällt. Ich habe unten nochmal einen Unterfahrschutz runter gemacht vorne, weil ich der Meinung bin, dass das aerodynamisch schon recht viel bringt. Das zeige ich euch nachher nochmal. Hier müssen wir übrigens rechts hin. Ja. Wollen wir da ja mit rufenden Diskussion zu warten, ne? Ja, genau. Und sonst versuche ich heute mal mit der GoPro zu filmen, weil sowohl Maxi als auch René haben dieses Wochenende leider keine Zeit. Macht auch nichts. Ich habe ja noch meinen zweiten Kamera Marius dabei. Ja, der die Kamera so genial bedient hat. Genau, du musst die am Stand auf jeden Fall dann am Start. Boah, ist doch so früh am Morgen hier, dass mir noch das Reden schwerfällt. Du musst die auf jeden Fall probieren. So, damit wir zumindest gar nicht, es geht mir eigentlich gar nicht unbedingt so ums Bild, weil das kriegen wir mit den GoPros auch gut hin, sondern wir brauchen auf jeden Fall einmal die Akustik, wie das Auto so wirklich ist. Gerade das auch auf dem Lausitz regnet. Ja, du musst alles auf Automatik drehen, das auf Automatik geht. So ein Stativ mitnehmen, ja, dass du auf Knopf drücken musst. Nee, ach, das wird schon halb so wild. Und ja, dann gucken wir mal, was passiert. Also wir werden auf jeden Fall gleich den ersten Lauf relativ voll fahren, weil da die Erfahrung einfach immer gezeigt hat, jeder Lauf kann der letzte sein. Das heißt, nicht groß Zeit verschwenden mit irgendwelchen Versuchen, sondern da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Das heißt, das müsste dann schon irgendwas so um die 900, 950 PS im letzten Gang sein. Und dann immer gucken, was unten raus so geht und dementsprechend die Gänge runtertakten, dass es taktionsmäßig cool ist. Ja, ich denke mal, es werden einige Autos vor Ort sein, weil ist ja meistens so, letztes Event pro Jahr wollen alle nochmal einmal angasen und wollen auf jeden Fall vor dem Winter auf jeden Fall nochmal alles zerstören, dass es dann wenigstens einen Grund für ein Upgrade gibt. Genau. Ja, ich würde sagen, ja, erstmal ankommen und dann geht's los. Gelernt, bei diesen Events sollte man am besten immer gleich losfahren, weil jeder Lauf kann halt leider der letzte sein. Man weiß nie, was so ist mit Oil down, immer wieder Motor kaputt geht, mit Öl auf der Strecke und so weiter. Deswegen würde ich sagen, gleich ab in die Kiste und einfach mal einen Lauf fahren. Ja, auf was kommt es jetzt auch an? Ich werde probieren, ein bisschen zügiger auf jeden Fall loszufahren, dass wir unten raus nicht zu viele Meter verschenken und dann einfach draufhalten, ne? Hoffen, dass alle Gänge reingehen und einfach mal hoffen, dass wir wirklich mal einen Lauf bis zum Ende ohne Fehler durchfahren. Wir sind ja heute hier auf dem Dekaroval. Das Coole hier ist einfach, wir haben wirklich eine autobahnähnliche Strecke und genauso gibt es auch eine Rückführung. Das heißt, man kann ganz normal das Auto auf der Gegenseite wieder kalt und zurückfahren. Ja, sonst sind auf jeden Fall wieder haufenweise Autos am Start. Ich finde es sogar schade, dass wir vor Ort nicht die Zeit haben, uns um diese Autos zu kümmern, weil ich sehe hier auf jeden Fall ein, zwei GTRs mit richtig Leistung. Yannis ist mit Salvatoris 997 hier. Donkey Tech ist mit dem Gallardo Turbo da. Also sind wirklich viele Autos am Start, dass man eigentlich alleine schon ein ganzes Video machen könnte, nur von den ganzen Teilnehmern. Aber das müssen wir irgendwann mal in Ruhe machen, wenn wir selber nicht mit Autos hier sind. So, Florian tappt jetzt hier noch kurz die Tür zu, weil beim Golf 3 haben wir das Problem, dass die Türen so weit aufgehen, dadurch, dass die Tür vor der Frontscheibe steht, dass wir da lieber immer einen Streifen draufkleben. Das bringt schon wirklich viel, dass die Tür einfach bei 300, wenn wir 300 fahren, nicht komplett aufgeht. Und abpacken.
auch der Philipp peilt hier die über 900 PS, die 300 an. Sehr geil. Schöner Start hier vom Phil. Oh, das dürfte ein gutes 2:10 schon werden auf der Viertelmeile. 2:30 schon. 230, 84, gute 2:70 locker. 2:88, 0. Sehr, sehr schön. Ja, das ging brutal. Alle Gänge gesessen. Leistung war da. 0,100, 5,3, der ist schon mal gut. Aber leider im fünften, als der Lader kam, ist dann der Schlauch runtergeflogen. Also irgendwas hat dann geknallt und irgendwas ist ab. Aber sonst war der Lauf wirklich, 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 wirklich richtig gut. Das war schon geil. Und? Sah zornig aus? 2:88, 2:30 auf der Hälfte. Aber 150 Meter vorm Ziel, entweder Boostcut oder Schlauch runter. Also das wäre die 300 gewesen. Ja, die wäre es gewesen. Also ich hatte noch so viel und auf einmal Peng. Ja, Marcel, Der Sprecher war schon schwer begeistert. Entweder Schlauch oder ich habe auf der Anzeige gesehen 3,2 Bar. Oh. Das war da, wo ich den Boostcut gemacht habe. Also kann auch sein, dass alles ist, wie es soll. Und er aus weiser Voraussicht. Das ist die Kesssicherung war das. Ja, sehr geil. Hammer. So, und? Ja, das war mal eine saftige 2:88. Durchgerollt durchs Ziel, war Schlauch runter. Ah. Ja, aber da war richtig. Vor allem, er fing gerade erst an. Also, 100, 200, wieder 5,2. Ja. 200, 2,50, 2,8. Ui. Mit Schalten, ja. Krass. Ja, geil. Ja, dann müssen wir einmal instant setzen. Das war schon saftig. Also, die Jungs haben in der Zwischenzeit den Schlauch wieder drauf gemacht. Ich habe mir den Lok angeguckt. Jetzt muss ich ehrlich sagen, das war schon richtig, richtig Leistung und Ladedruck. Das heißt, vierte Gang 2,7 Bar, fünfte Gang sogar schon 2,9 Bar. Das heißt, viel Luft nach oben haben wir da nicht mehr. Hab allerdings gesehen, wir hatten auf der Viertelmeile tatsächlich 300 auf der Viertel, das wäre geil. Dann würden wir jetzt aufladen, nach Hause fahren. 233 laut der Driftbox. Und das ist schon wirklich saftig. Wir hatten ein bisschen erst ganz am Ende auch in die Abgastemperaturanfettung gefahren, über 1000 Grad. Allerdings ist der Motor, was Klopfen angeht, extrem ruhig. Deswegen probiere ich jetzt mal ein paar Grad mehr Zündung fahren, dass die Abgastemperatur runtergeht, dass wir gar nicht erst in diese Anfettung kommen. Ja, ich würde sagen, also, auf nochmal durchzünden. Ja, nochmal durchzünden. Ich fahre ein bisschen softer an, ein bisschen softer, nicht ganz so krass. Und dann gucken wir mal, was geht. Alles klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, egal wie oft man fährt, ist einfach unbeschreiblich, wenn du hier in der Schlange drin stehst. Jeder, der sagt, man ist nicht aufgeregt, das stimmt definitiv nicht. Mit den ganzen Zuschauern hier immer ist das schon echt, ist ja schon immer ein krasses Gefühl. Aber ist schon echt krass, wie das Auto Traktion hat. Also guck mal, wir sind jetzt eine 5-200 gefahren mit einem Frontantriebauto auf dem Event mit Schalten. Zweimal Schalten. 2 in 3, 3 in 4. Das ist schon wirklich, da muss ich wirklich sagen, gut ab, das ist schon schnell. Langsamer 2,25, das wird nichts mit der 300, schade. 2,77, 2,90. Also das war an sich gar nicht so ein schlechter Lauf, das fühlte sich richtig gut an. Allerdings habe ich gemerkt, dass ich habe auch einen Pfeifen gehört, ab vierte Gang ist definitiv wieder irgendwo.
raus, war richtig gut, ne? Aber langsamer, 2,25 oder so? Genau, ich hab's dann im vierten Gang sogar gehört, wie wieder ein Schlauch ab ist, hab aber stehen lassen, war mir egal. Die unteren Gänge waren aber so saftig. Ist wieder ab, hab ich auch gehört, ich hab aber stehen lassen. Aber 100, 200, 5, 1. Ui. Ja, also es wird besser. Okay, was sagst du? Erstmal sage ich 252, 26. Ja, 100, Alter, war das ein weiter Weg, aber brutal. Ja, der war auf jeden Fall holperig, der Weg. Ja. Das war, wie oft wir hier Schlauch rein oder aus. Pass auf, ich zeig euch das mal, was wir uns und, hier. 100, 200 haben wir keine? 5,3. 5,3, okay. 5,3. Also konstant Tiefe 5. So. Ja, den Trick müssen wir zeigen. Was heißt Trick? Also Trick ist es nicht. Die Rätselslösung ist, das Problem ist, der Schlauch ist zu kurz. Da muss einfach ein bisschen länger drauf. Aber jeder, der so ein Problem auf dem Wind hat, Schelle, Schelle. Hier eine Schelle rum, da eine Schelle rum und das nochmal einmal zusammenziehen. Ja, jetzt Innenausstattung raus, oder was? Ja, also ich sehe auf jeden Fall noch nicht Ende. Also ich gucke jetzt mal ein bisschen in den Lok rein. Ich würde sagen, wir trinken erstmal eine Cola. Genau, wir trinken erstmal eine Cola, gucken in den Lok rein und dann holen wir vielleicht noch mal ein paar Kilos raus aus der Kiste. Ich habe wirklich unterschätzt, was das Gewicht von dem Auto ausmacht, weil gefühlt ist es so, untenrum ist das mit dem Gewicht noch toll wegen Traktion, oben raus ist es aber, glaube ich, umso krasser, wenn man weniger Gewicht hat. Ne? So, aber geil. Ja, wir müssen nochmal festhalten, dass das Auto 200 Kilo schwerer ist als meins, ne? Ja, mindestens. Und du warst jetzt sogar schneller, das heißt, mindestens. Da wird dann auch eine Ecke mehr Leistung angelegt. Wir reden haben. Von einem halben Bar mehr, größerer Turbolader und so weiter. Ne? Plus ja. Schaltvorgänge sind natürlich eine 1+, ja, das ja, Ding hört sich an wie DSG. Gleich, ne? Vielleicht noch mal. Aber man muss immer noch dazu sagen, theoretisch Benzin rein, Auspuff ein bisschen leiser machen, dann ist das in meinen Augen immer noch ein Straßenauto. Ja. So, ne? Weil es ist jetzt ja nicht so, dass wir hier alles ausgebaut haben, weggeflext haben, zugemacht haben und so weiter. Nee, nur die Spiegel eingeklappt. Spiegel eingeklappt ist ja sogar eine originale Radreifenkombination eigentlich sogar, ne? Ja, so ein Toyo drauf, ne? Ja, Hammer. Freut mich mega. Freut mich wahrscheinlich fast mehr als dich, Alter. Doch, ich habe auch gut rumgeschrien da drin. Weil als der vierte drin war und ich gemerkt habe, was im vierten ging und er nochmal kurz angedreht hat und dann der vierte so durchging, ich hatte sogar Driftbox 306 oder 308. Ja, geil, mega. Und ich bin der Meinung, ich bin auch im Begrenzer gefahren. Ja, also es war alles am Blinken und das heißt eigentlich, dass das am Begrenzer war. Aber erstmal Bombe, erstmal geil, jetzt in Ruhe weitergucken. Ja, mega. Unsere Ladenluftverrohung hat leider heute keine Lust auf uns. Der Schlauch hier ist wieder ab. Jetzt müssen wir hier auch noch mal eine Variante uns überlegen. Dann können wir auf jeden Fall noch mal fahren.
Ja, ich schraub der Chef noch persönlich, du. Ja, das darf man auch keinem zeigen mehr. Wobei, wir können ja immer mal so ein Best-of-Fusch machen. Ja, aber jetzt machen wir das. Wir sind ist das auf jeden Fall weit vorne dabei? Wir sind tatsächlich die 300 gerade sogar mit Schlauch abgefahren. Also der muss kurz vorher oder am Ende muss der hier unten abgewesen sein. Also hätte es auch 301,8 werden können. Ja, gucken wir mal. Abwarten, was noch. Was hatten wir jetzt zuletzt gewogen? 11,30 oder so? 11,30. 11,30, okay. So, ich habe fertig. Und? Macht noch Bock, Florian, oder? Auf jeden Fall. Noch dreimal und ich gehe zum Fuß nach Hause. Also, Auto ist wieder gefixt. War tatsächlich Schlauch ab. Ich habe ein bisschen im Block rumgeguckt. Hab nochmal ein Tömchen aufgedreht, ein bisschen mehr Zündung, Gänge nochmal ein bisschen angepasst. Und wir haben uns entschieden, jetzt gibt es Lightweight Stage 1. Das heißt, wir haben aus der Oma tatsächlich Fahrersitz raus, Rücksitzbank raus. Das war's. Keine Ahnung, was waren das jetzt? 30 Kilo, würde ich sagen, vielleicht? Ja, ja, die Rückbank mit der Metalllehne und so. So, ist schon ein bisschen, ne? Ja. So, und ja, jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein paar Karma finden, aber dann ist auch gut. Nächster Lauf. Fast vergessen, den Helm aufzusetzen. Alles angepasst, nochmal ein bisschen nachgelegt. Ich bin gespannt. Oder 99. Also gefühlt war eigentlich richtig gut der Lauf, aber oben raus muss ich mal in den Lok gucken. Also ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber sonst alle Gänge und alles, das lief auch. Okay, er war ja auch schon schnell, ne? Aber wir dachten, es wäre wieder irgendwas ab, aber scheinbar nicht, ja? Das weiß ich nicht. Also wir konnten gerade im Lok sehen, dass erstaunlicherweise oben raus nicht mehr gekommen ist. Wir vermuten jetzt, dass es dieser Filter ist, der sich schon so dezent zusammengezogen hat. Der fliegt jetzt einfach raus. Und jetzt gucken wir nochmal, was passiert. Also fahren wir jetzt ohne Luftfilter? Ja, ohne Luftfilter. Sehr gut. Dann hoffen wir, dass wir hier keine Vögel irgendwie ansaugen hier. Perfekt. So, ich denke, das wird jetzt auf jeden Fall der letzte Lauf für heute. Jetzt muss ich auf jeden Fall ein bisschen das Display im Auge behalten, um zu gucken, was jetzt gleich passiert ohne Luftfilter, weil ohne Luftfilter heißt auch immer, dass der Ladedruck jetzt wirklich extrem hochgehen kann. Jawohl! Also
eins muss ich wirklich sagen, wie geil sauber das Auto fährt. Das macht das Auto wirklich Lauf für Lauf alles gleich. Die Gänge sitzen, alles frisch rein. Also das ist wirklich mega. Bin mir jetzt nicht sicher, ob er gerade mehr Druck gemacht hat. Ich glaube nicht. Also das wird wieder ein Lauf um die 300 gewesen, denke ich mal. Ja, ist Kindersicherung. Kommt nicht raus. Der läuft brutal. Was sagt Papa? Ja, ja, klingt auch richtig kernig. 301,7 halt wieder, ne? Aber waren genau 301,7. 0,75 oder so, ja. 2,32 auf der Hälfte. Also es ist schon wirklich saftig. Es klingt auch echt, also... Getriebe fährt geil. Gangübersetzung geil. Es fährt auch wirklich einfach, aber ich glaube, also er hat wieder nur so 2,95 bar gemacht, also da ist einfach Turboladerende. Also mehr geht einfach nicht. Das ist einfach Sabbat, aber das gucken wir uns jetzt gleich nochmal einmal im Block an. Aber 301,75 wieder, ja. Ja. Ja, immerhin die Zeit nochmal bestätigt. Geil. Ja, das heißt, 9 Turbolader oder darf man Rente gehen jetzt? Darf man Rente gehen. Ich würde sagen, darf man Rente gehen. Also da jetzt noch wie ein Upgrade rauszumachen und so weiter. Dann geht es auch irgendwann los, dass der Krümmer, wir haben ja immer noch deinen alten Gusskrümmer dran, ne? So weiter. Dann geht die Kurbelwelle raus. Schon alles gut. Machen wir erstmal ganz andere Projekte, würde ich sagen. Ja, jetzt haben wir noch 3 Sonderpokale. Das heißt, schnellste Front, schnellste Allrad und schnellste Hecktriebler. Und tatsächlich der schnellste Hecktriebler, ich weiß nicht, ob er überhaupt noch hier ist, in der Corvette, Erik Zäuner. Der schnellste Fronttriebler am heutigen Tag, am letzten Event hier vom TTT Halfmeier. Und er hat es endlich geschafft und es hat sich gelohnt. Philipp Kess! Den Deutschen und den Italiener nach vorne, schnellster Allrad, Salvatore und Janis. Ein Applaus für die schnellsten Front-, Allrad- und Hecktriebler hier beim TTT Halfmile. So, schnellster Frontantrieb heute. Waren jetzt auch nicht so viele Frontantriebautos da, glaube ich, ne? Zumindest nichts in der Klasse. Aber was soll ich sagen, Oma Golf wieder durchgehalten, endlich unser Ziel erreicht, was wir immer erreichen wollten. 300 km/h war wirklich ein weiter Weg. Jetzt am Ende, mehr geht auch nicht, weil Lader definitiv am Ende. Das heißt, egal ob Luftfilter, kein Luftfilter, da ist jetzt einfach Zapfenstreich, mehr geht nicht. Heißt, wir könnten jetzt ja nochmal auf den Prüfstand fahren und mal gucken, was da so bei rauskommt. Meine persönliche Einschätzung ist aber, wir reden auf jeden Fall von irgendwas 1050, 1100 PS. In 3 Getriebe später haben wir es geschafft. Genau. So, ein paar Kupplungen, ein paar Getriebe später. Jetzt läuft alles, passt alles, hält super geil durch, fährt Bombe. Also ich bin happy, war ein mega Event, war richtig ja, was geil. Los. War, glaube ich, das letzte Event für dieses Jahr. Und ich würde sagen, jetzt bauen wir über Winter die ganzen anderen Projektautos zusammen und dann geht es nächstes Jahr gleich weiter. Tschüss und danke fürs Zuschauen. So, jetzt gibt es zum Abschluss noch mal eine kleine, wie soll ich sagen, also falsch, ich nehme mal die Diskussion vorweg. Es werden jetzt bestimmt etliche Kommentare kommen. Warum fährt dieser Golf 3 jetzt 300 und bei Marius Golf haben wir jahrelang so einen Aufriss gemacht, um die 300 zu fahren? Ist eigentlich ganz einfach, ist fast so wie überall im Leben, Erfahrung. Wir sind jetzt einfach ein Jahr an Erfahrung reicher. Ich wusste ganz genau, an welchen Schrauben vom VR6 ich drehen kann, um A, erstmal diese Leistung zu produzieren, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn ihr die Videos vergleicht, Golf 3 gegen Marius Golf, Welten in Sachen Schaltvorgang. Wir haben bei Marius öfters thematisiert, dass ich der Meinung bin, dass das Auto viel zu lange nicht beschleunigt für 800 Meter. Das heißt, alles in allem kann man sagen, das wurde jetzt alles optimiert, damit wir mit diesem deutlich schwereren und nicht rennautomäßigen Golf 3 auch diese 300 gefahren sind. Das heißt, wir haben alle Sachen, die es zu verbessern gab, genutzt und haben aus dieser Erfahrung jetzt das Gesamtpaket geschnürt und haben diese 300 km/h abgeliefert. Deutlich schwereres Auto, deutlich mehr Leistung. Wir sind bei Marius eher so 2,4 bis 2,7 bar mit einem deutlich kleineren Turbolader gefahren. Jetzt eher 2,8 bis 3 bar. Das heißt, wir reden garantiert von 100 PS mehr, würde ich jetzt mal so ungefähr sagen. In Sachen Traktion hat sich auch ein bisschen was getan. Das heißt, wir konnten die Traktion erhöhen. Und das sind alles Sachen, warum der Dreier jetzt am Ende diese 300 gefahren ist. Was natürlich jetzt auf deutlich, deutlich mehr bei Marius Golf
offen lässt. Also meine persönliche Einschätzung ist, nachdem wir jetzt mit dem Golf 3 300 gefahren sind, geht da bei Marius an dem Golf noch richtig, richtig, richtig was. Nee, mal gucken. War auf jeden Fall eine Leistung. Wir sind ultra stolz darauf, jetzt vom Winter nochmal einmal abgeliefert zu haben. Jetzt konnten wir endlich mal zeigen, was in dem Golf drin steckt. Ich habe seitdem schon wieder Datenauswertungen am PC gemacht, etliche Male die Videos angeguckt. Genau das ist auch der Grund, warum der Golf jetzt seit Marius Läufen so so schnell geworden ist, weil ich so schlau durch die Läufe und durch die Loks geworden bin. Und habe tatsächlich schon wieder ein paar Bereiche gefunden, in den vierten Gang und im fünften Gang, wo tatsächlich wieder noch was zu holen ist. Aber dafür braucht die Bude auf jeden Fall nochmal mehr Leistung. Ne? Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Dein Auto hat über 1000 PS und man kann im fünften Gang tatsächlich nochmal wieder mehr Leistung gebrauchen. Aber in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Zwei mega geile Autos. Ihr könnt euch jetzt darauf freuen, dass wir mit Marius Golf nächstes Jahr noch weiter vorne mit dabei sind. Und bis dahin würde ich sagen, gucken wir mal, was er im Winter mit sich so bringt. Ciao.